Parken, Müllentsorgung, Lärm. Tja, alles Dinge, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Aber wissen Sie auch, was erlaubt ist und was nicht? Wo sind da eigentlich die Grenzen? Das haben wir Sie in Kiel gefragt. Wegen Ruhestörung kann man angezeigt werden? Die Blau-Weißen, die kommen dann an und sagen, ja, bitte mal Musik leiser machen. Da hat sich jemand beschwert. Und wie ist es ausgegangen? Ja gut, da haben wir ein bisschen die Musik abgedreht und eine halbe Stunde später wieder aufgedreht. Also von daher ist nichts passiert, nee. Also wenn ich an der Parkuhr parke, dann schmeiße ich das da rein, was rein muss und darf nicht überziehen. Wir haben einen Dorfpolizisten und er kennt die meisten eigentlich persönlich. Von daher haben wir keine Probleme damit. Ich weiß nicht, wie ist es, wenn man unsauber ist, sollte man auch nicht machen und keinen Streit anfangen. Kaugummi auf den Boden schmeißen, ist nicht erlaubt. Was passiert denn dann? Ja, muss man Strafgeld zahlen. Wie ist das mit Kaugummi auf den Boden schmeißen? Auch nicht, ganz streng verboten. Ist auch eine Schweinerei, gibt Flecken, die nie wieder weggehen. Kaugummi wirft man nicht auf die Straße, das weiß man ja, nicht? Ja. Und ansonsten, ich habe keinen Ärger mit dem Ordnungsamt, ich habe mit dem Ordnungsamt überhaupt nichts zu tun. Ja, besser ist es, ne? Oder man kennt vielleicht die Beamten persönlich, wie wir gerade gehört haben. Auch nicht schlecht. Und damit ist es 10 nach 12. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Ja, wo die Mitarbeiter von Deutschlands Ordnungsämtern aufkreuzen, sind Recht und Gesetz nicht weit. Viel Spürsinn im Einsatz ist da gefragt, wenn sich Bürger nicht an die Spielregeln halten. Aber in welchen Fällen wird nur ermahnt und wann wird tatsächlich hart durchgegriffen? Wir haben mal getestet, wie Leute so mit Verstößen aller Art umgehen und vor allem, welche Bußgelder da drohen. Ob Straßenverkehrsordnung, Lärmschutzvorschriften oder Abfallrahmenrichtlinien. In Deutschland gibt es unzählige Gesetze und Verbote fürs öffentliche Leben. Wer hat da noch den Überblick? Man kann es nicht alles wissen. Weil es ein spezielles Gebiet ist, in dem man sich wirklich auskennen muss. Was muss ich bezahlen, wenn ich hier parke? Was muss ich bezahlen, wenn ich hier laut bin? Was muss ich bezahlen, wenn ich eine Kippe wegwerfe? Ich nehme an, viele Leute wissen das nicht. Das kann man nicht immer wissen, weil sich das manchmal auch ändert. Ich denke, das sollte man vereinfachen. Beim Verstoß gegen die Regeln schreitet das Ordnungsamt ein. Über 2000 Einsätze hatte der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst, kurz KOS, im vergangenen Jahr allein in Mönchengladbach. Christian Jeurisen, Guido Voiten und ihre Kollegen sorgen dafür, dass die zahlreichen Richtlinien eingehalten werden. Falschparken ist einer der häufigsten Verstöße, die die Männer vom Ordnungsamt ahnden müssen. Das war schon mehr als kurz. 10 Minuten? Ja, Minuten. Ja, gut, aber gucken Sie mal das Schild genau an. Ja, ja, ja. Ja, da dürfen Sie nicht mal anhalten im Grunde genommen. Aber ab wann parkt man eigentlich und wann hält man nur an? Man parkt, wenn man A, den Motor seines Fahrzeugs abstellt und länger als eine Minute hält, B, sein Fahrzeug verlässt oder länger als 3 Minuten hält, oder C, sein Fahrzeug länger als 10 Minuten nicht bewegt. Wer sein Fahrzeug länger als 10 Minuten nicht bewegt. A. Ich würde sagen 10 Minuten. Länger als 10 Minuten nicht bewegt. Ordnungshüter Guido Voiten klärt auf, welche Regel hier gilt. Halten ist immer dann, wenn ich als Autofahrer oder als Verkehrsteilnehmer meine Fahrt freiwillig unterbreche. Und parken beginnt halt dann, entweder indem ich mein Fahrzeug verlasse oder halt entsprechend länger als 3 Minuten halte. Durch Parkverstöße kamen letztes Jahr allein in Mönchengladbach 25.000 Euro in die Stadtkasse. Neben den Falschparkern müssen sich die Männer vom Ordnungsamt auch immer häufiger um Müllsünder kümmern. Illegal entsorgter Hausabfall und Sperrmüll ist Ordnungshüter Christian Jeurisen ein Dorn im Auge. Es ist absolut ärgerlich, dass man, wenn man weiß, man hat immer wieder dieselben Orte, immer wieder dieselben Stellen, wo Müll wild abgelagert wird, weil die Leute es nicht für nötig erachten, das städtische Abfallsystem zu nutzen. Da ist das Wegwerfen von Zigaretten noch eine eher kleine Müllsünde. Doch auch mit dieser Umweltverschmutzung riskiert man ein saftiges Bußgeld. Aber wie hoch ist die Strafe dafür mindestens? A. 10 Euro, B. 20 Euro oder C. 50 Euro? Ich glaube 50. Dann sage ich 50. Ich weiß, dass das angehoben wurde. 20. Stimmt, Zigaretten wegwerfen kostet mindestens 20 Euro.
Wer aber seinen gesamten Hausmüll illegal entsorgt, für den kann es richtig teuer werden. Die Leute, die den Müll wild irgendwo in Grünstreifen entsorgen, die müssen dann schon unter Umständen mit einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro rechnen, je nach Art und Umfang des Abfalls, der abgelagert worden ist. Also da ist so ein Kippe-Wegschnippen mit 20 Euro Verwarngeld noch echt günstig. Die häufigsten Einsätze haben Christian Jeurisen und Guido Voiten aber im Kampf gegen die Lärmbelästigung. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mangelnder Respekt gegenüber den umliegenden Nachbarn ist. Dass die sich vielleicht gestört fühlen könnten, wenn man denn doch mal lauter Musik macht oder anderen Krach macht oder nachts arbeitet, weil man irgendwo renoviert, saniert oder eine Küche zusammenbauen will oder so. Sondern man möchte halt einfach sein Ding machen und kümmert sich nicht mehr wirklich um seine Nächsten. Zwar sind die Ruhezeiten nicht mehr bundesweit gesetzlich geregelt, trotzdem gilt fast überall die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr. Und auch tagsüber sollte der Lärm gewisse Grenzen nicht überschreiten. Geht's noch? Ja, hier ist das Ordnungsamt. Kommen Sie mal bitte zur Türe. Ruhestörung kann teuer werden. Aber wie hoch kann ein solches Bußgeld ausfallen? A. Bis 50 Euro? B. Bis zu 500 Euro? Oder C. Bis zu 5.000 Euro? Oh, da würde ich mal mit den 50 Euro anfangen. Ich bin mir nicht sicher, aber alles andere wäre übertrieben. Keine Ahnung, ich würde vermuten bis 500 Euro. Weiß ich aber gar nicht. Ich sage A. 50 Euro kann das hoch sein. Ruhestörung wie zu lautes Feiern kann ein Bußgeld bis zu 5.000 Euro kosten. Bei dieser Gartenparty belassen es die Ordnungshüter bei einer mündlichen Verwarnung. Zumindest draußen die Musik einzustellen, ja, und das Ganze nach drinnen zu verlagern, damit die Nachbarn wieder schlafen gehen können. Okay. Also, ob Ruhestörung, Falschparken oder Müllsünde. Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss mit einem Bußgeld der Männer und Frauen vom Ordnungsamt rechnen. Denn die sind täglich unterwegs, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Ein 40-jähriger Mann hört in der Nacht plötzlich Geräusche auf seinem Grundstück und ertappt drei Unbekannte, die offenbar gerade in seine Autowerkstatt einbrechen wollen. Und daraufhin holt er seine Waffe aus dem Haus und gibt einen Schuss ab. Die Kugel trifft einen der mutmaßlichen Einbrecher. Noch vor Ort wird der 18-Jährige vom Notarzt reanimiert. Die Polizei hatte den schwer verletzten Mann rund 200 Meter vom Tatort entfernt gefunden. Mit zwei weiteren Personen soll er versucht haben, in eine Autowerkstatt im hannoverschen Stadtteil Anderten einzubrechen. Direkt neben der Werkstatt wohnt der Eigentümer mit seiner Familie. Er ist dann durch Geräusche in der Nacht wach geworden, ist daraufhin vor die Haustür gegangen, hat dort drei Personen gesehen, die versucht haben, ein Fenster aufzubrechen. Einer der vermeintlichen Einbrecher habe eine Waffe gehabt, erklärt der Eigentümer gegenüber der Polizei. Er selbst ist legaler Besitzer einer Schusswaffe. Ist dann ins Haus zurückgegangen, hat die Schusswaffe geholt, anschließend wiederum vor das Haus getreten, dort erneut auf die drei Männer getroffen. Da ist es dann seitens des Geschädigten zu einer Schussabgabe gekommen. Die drei Personen seien daraufhin in verschiedene Richtungen geflohen, so der Eigentümer. Er habe dann die Polizei verständigt. Die leitet eine Großfahndung ein. Die eintreffenden Kollegen haben dann bei einer Absuche einen der Tatverdächtigen etwa 200 Meter entfernt verletzt aufgefunden. Der Mann ist unter Reanimation in eine Klinik gekommen. Der 18-Jährige stirbt trotz Notoperation in der Klinik an seiner Verletzung. Gegen den Eigentümer wird nun wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Eine nächtliche Überraschung der besonderen Art erlebten auch die Bewohner zweier Mietshäuser in Delmenhorst. Zwischen ihren Wohnblöcken schlugen meterhohe Flammen aus einem Holzschuppen und drohten, auf die angrenzenden Wohngebäude überzugreifen. Polizei und Feuerwehr, die evakuierten daraufhin die Häuser. Und Brandermittler haben inzwischen die Arbeit aufgenommen, denn bereits früher hat es fast an der gleichen Stelle schon mal gebrannt. Es war ein Schreck mitten in der Nacht und für viele Anwohner ein Déjà-vu. Lichterloh brennen Schuppen mit Müllcontainern zwischen den Wohnblocks in Delmenhorst. Morgens um zwei werden die Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Ich habe einen Knall gehört, bin wach geworden, bin aufgestanden und habe aus dem Fenster geguckt und da stand alles schon in Flammen. Es kam ganz plötzlich. Bin ich nach unten gelaufen, habe die Feuerwehr gerufen.
Die kommt schnell, doch 25 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Zur Sicherheit, falls die Flammen auf die Wohnhäuser übergreifen. Durch die Wärmestrahlung ist jetzt bei diesem Gebäude, was vielleicht 10, 15 Meter entfernt ist, schon mal die äußeren Scheiben geplatzt, der Doppelverglasung und die Kunststoffrahmen sind auch schon angegriffen. Nach einiger Zeit kann die Feuerwehr den Brand löschen, doch viele Anwohner sind geschockt. Denn vor 4 Jahren brannten gleich mehrere der Mehrfamilienhäuser. Auch damals geriet einer der Holzschuppen in Brand. 50 Wohnungen wurden zerstört. Die Ursache damals: Brandstiftung. 2 junge Männer hatten Müllcontainer angezündet. Diesmal geht das Feuer glimpflich aus. Ob es absichtlich gelegt wurde, ist noch nicht klar. Wir werden natürlich jetzt durch unsere Brandermittler, die da vor Ort jetzt aktiv werden, so schnell wie möglich versuchen, die Brandursache zu klären. Also beispielsweise liegt ein technischer Defekt vor, können natürlich zum jetzigen Zeitpunkt Brandstiftung auch noch nicht ausschließen. Der Schaden 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Dennoch für die Anwohner ein großer Schreck mitten in der Nacht. Werbung soll ja vor allem ins Auge fallen und neugierig machen. Ja, was das anbelangt, hat Flickflack mit seiner Plakataktion einiges richtig gemacht. Denn auf der Suche nach Artisten hat der Zirkus an zahlreichen Schaufenstern und Straßenecken Werbeplakate geklebt, die aber bei vielen Kölnern für reichlich Empörung sorgen. Die Aushänge, die sehen nämlich eher aus wie Fahndungsplakate nach Terroristen. Finstere Typen an schmutzigen Wänden, so hängen sie in ganz Köln. Die Fahndungsfotos von Flickflack wecken böse Erinnerungen. Schlecht, ganz, ganz schlecht. Warum? Weil das sehr an RAF-Zeiten erinnert. Nicht gut. Ich finde, das ist eine politische Situation gewesen, die eigentlich Gewalt ausgedrückt hat. Und ein Zirkus, der soll Freude und Spaß ausdrücken. Ich weiß nicht, ob der Werbeeffekt da wirklich so ist, wie man den erwartet. Also kannst du mir nicht vorstellen. Das heißt, Sie finden es geschmacklich eher nicht so treffend? Nee, also gar nicht. Dabei haben sie es gar nicht böse gemeint. Flickflack-Marketingchef Martin Krockauer hatte sich lediglich überlegt, wie er für seine Show am besten wirbt. Deren Titel Höchststrafe, deren Thema Knast. So kamen wir auf das Knast-Thema, so kamen wir auf die Verhandlungsfotos oder Verhandlungsplakat. Aber wirklich, unser letzter Gedanke war RAF. Darum ging es gar nicht. Bei der Show toben die Artisten als Häftlinge durch die Manege. Und da dachte er sich, drucke ich ihre Gesichter doch mal auf Fahndungsplakate. Die erinnern allerdings tatsächlich an alte RAF-Terrorzeiten. Und so hat der Zirkus nun eine Geschmacksdebatte am Hals. Kopfschütteln etwa beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ich glaube, diejenigen haben aber schon erkannt, dass es ein bisschen ungeschickt gewesen ist, weil die natürlich ein bisschen so aussehen, als wenn es tatsächlich echte Fahndungsplakate wären. Man muss zweimal hingucken und erkennt natürlich dann, dass oben drüber Artisten steht. Also auf den zweiten Blick ist es durchaus erkennbar. Gegenwind kommt auch von Kölns Ordnungsbehörden, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Geschmacklos ist nicht Sache der Ordnungsbehörde. Wir müssen feststellen, dass diese Plakate alle an Flächen beklebt sind, die nach der Kölner Straßenordnung nicht beklebt werden dürfen. Das heißt, diese Sachen sind illegal aufgeklebt und müssen entfernt werden. Doch das mit dem Entfernen könnte sich bald von allein erledigen, denn durch den ganzen Wirbel haben die Plakate nun ja eine gewisse Beliebtheit erlangt, zur Freude der Flickflack-Besatzung. Wir merken jetzt einfach, dass die Plakate in der Stadt immer weniger werden, weil die Leute das als kleines Mitbringsel nach Hause nehmen, haben die Flickflack-Shows gesehen und es ist hier einfach ein Sammlerstück geworden. Und mittlerweile findet man die sogar bei eBay. Fast hätte sich der Fehltritt so doch noch als gelungene Werbeaktion entpuppt. Fast. Denn den Namen Flickflack findet man hier nur im Kleingedruckten und um den geht es doch eigentlich. Auch in dieser Hinsicht ein echtes Fahndungsplakat eben. Sind Sie schon mal mit so einem Paternoster gefahren, liebe Zuschauer? Das sind diese herrlich altertümlichen Aufzüge. Ohne Türen, ja. Einfach einsteigen, los geht's. Aber man wird es kaum glauben, seit neuestem darf nur noch geschultes Personal, also mit Fahrerlaubnis, so einen Aufzug benutzen. Blödsinn oder sinnvoll? Stefanie Patzke und Jochen Abels auf dem Weg zum Standesamt. Ihr flotter Seitensprung zum Paternoster des Wuppertaler Rathauses endet mit einer Enttäuschung. Der Paternoster ist gesperrt. Und wir wollten eigentlich Fotos machen, wir heiraten gleich.
Seit Montag stehen in Deutschland die meisten Paternoster still. In öffentlichen Gebäuden sollen künftig nur noch Bedienstete fahren. Und auch die müssen vorher geschult werden. So will es die neue Sicherheitsbestimmung des Arbeitsministeriums, zum Ärger der Besucher. Es regt mich auf. Das ist doch die einfachste Sache der Welt. Ich kenne das schon von Kind an hier. Manche Menschen sind zu dumm dafür, sage ich mal so. Zum Benutzen, sage ich mal, gehen mit Kinderwagen rein oder irgendwas anderes. Halt, das ist das Problem. Die Dummheit ist das Problem. Die Menschen sind das Problem, nicht das Aufzug. Wir Menschen werden mittlerweile durch unsere Behörden entmündigt. Bloß weil da Leute sitzen, die im Grunde genommen von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt es ihn, den Paternoster. Millionen Menschen schaufelte er über die Jahrzehnte von einer Etage zur nächsten mit 30 Zentimetern pro Sekunde im Schnitt. Den Namen Paternoster, übersetzt Vater Unser, trägt er, weil seine Kabinen an einer Kette hängen, ähnlich wie die Perlen am Rosenkranz. Liebevoll frotzelig fanden seine Fans andere Namen für ihn. Bonzenheber oder Proletenbagger heißt er im Volksmund. Der berühmte Kinofilm Männer mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht machte ihn Mitte der 80er Jahre zur Striptease-Legende. Kein Wunder, dass die Wuppertaler jetzt mit einer Unterschriftenaktion für die Rückkehr zur alten Ordnung kämpfen. Allen voran der Oberbürgermeister. Das Ding steht still, denn das hat ja auch haftungsrechtliche Gründe. Aber ich denke, dass wir hier in Wuppertal schon unseren Protest deutlich machen sollen. Deshalb habe ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, zu unterschreiben, dass solch ein Blödsinn, wie er da verfasst worden ist, aufgehoben wird. Die Kölner Industrie- und Handelskammer sieht das so ähnlich. Hier läuft der Paternoster sogar weiter, trotz Verbot. Allerdings nur für die Mitarbeiter. Dürfen Sie denn überhaupt Fahrschul fahren? Welche Schulung haben Sie denn gemacht? Ich arbeite seit fast 10 Jahren hier und von daher traue ich mir schon zu, das Ganze ohne größeren Unfall über die Bühne zu kriegen. Haben Sie eine Schulung? Ich bin Mitarbeiterin seit 15 Jahren des Hauses und ich glaube, ich bin kampferprobt. Kurze Frage, wie gefährlich ist es denn da drinnen? Ungefährlich, komplett ungefährlich. Einen Führerschein für den Paternoster, wie das Ministerium ihn fordert, hat hier offenbar keiner. Was soll man auch da schulen? Ja? Gehen Sie mit dem linken Fuß zuerst und dann mit dem rechten nehmen Sie erst die linke Hand. Was machen die links denn? Was machen die rechts denn? Ich meine, irgendwo sind wir relativ aufgeschmissen. Ein großes Schulungsprogramm für eine Paternosterfahrt kann es ja nicht geben. Renitenz, die Wirkung zeigt, das Ministerium rudert bereits zurück. Gegen Ende des Jahres will Ministerin Nahles den Fall noch mal überdenken lassen. Im Paternoster wurde sie übrigens selber schon gesichtet. Ob sie dafür geschult war, ist nicht bekannt. Ja, hoffentlich bleiben die noch. Gibt nämlich nur noch 200 Stück in Deutschland. Wäre echt schade. In den nächsten Wochen, liebe Zuschauer, verbringen wieder tausende Urlauber ihre Ferien in Wohnwagen. Doch während das Campen für viele Freizeitnomaden Erholung pur bedeutet, ist die Fahrt zum Urlaubsort und zurück oftmals eine ungeliebte Herausforderung. Besonders jetzt, in der Hauptreisezeit, kommt es auf Deutschlandstraßen immer wieder zu folgenschweren Unfällen. Häufigste Ursache dabei sind gefährliche Überladungen. Wir waren bei Polizeikontrollen auf der A81 in Baden-Württemberg dabei. Zwangspause auf der Fahrt in den Urlaub. Großkontrolle der Verkehrspolizei auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 im Süden Baden-Württembergs. Können Sie bitte den Anweisungen vom Kollegen direkt drauf fahren? Halt, halt, zurück, zurück, zurück. Hier nehmen Oberkommissar Peter Eifler und seine Kollegen Wohnwagen und Reisemobile ins Visier. Die Beamten wissen, auf was es ankommt. Vor allem alte Wohnwagen schauen sie sich ganz genau an, denn die haben oft unerkannte Mängel. Da ich oft gern beide Bremsen. Das ist ein ganz großes Problem. Dann ist oft auch der Unterboden nicht mehr ganz in Ordnung. Also der ist unter Umständen durchgefault. Der Rahmen hat auch unter Umständen Risse. Zuerst aber wird gewogen. Dafür hat die Polizei eine mobile Waage aufgebaut. Immer wieder haben Urlauber zu viel Gepäck dabei, vor allem wenn ganze Familien verreisen. Gemessen werden die Achslasten, die dürfen nicht überschritten werden. Rechts und links wird das Rad gewogen. Die beiden Gewichte werden zusammengezählt und dann habe ich die Achslast. Mhm. Und die wird verglichen mit den Papieren? Die wird mit den Papieren verglichen. Auto und Wohnwagen haben schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber der Familienvater am Steuer hat ein gutes Gewissen. Haben Sie denn Ihren Wohnwagen vor der Fahrt richtig kontrolliert, ob alles stimmt? Ich habe da diesen Beleuchtungstest gemacht, ja. Aber Gewicht natürlich nicht, nein. Bremsen? Bremse habe ich, ja. Ja. Haben Sie ein gutes Gefühl bei der Kontrolle? Jawohl, habe ich.
Peter Eifler prüft die Auflaufbremse des 20 Jahre alten Anhängers besonders kritisch. Ganz zufrieden ist der Beamte dabei nicht. Er redet Klartext. Bremse ist am Rande dessen, was noch verkehrssicher ist. Zu Bernsteiner gibt es nichts. Handbremse hält super. Die Auflaufbremse geht relativ weit rein, aber noch im, wie gesagt, im Toleranzbereich, dass Sie also weiterfahren können. Ein Mängelbericht stelle ich Ihnen nicht aus, weil Sie ja jetzt eh bald zum TÜV müssen. Vorher die Bremse bitte einstellen lassen. So viel Glück hat der Fahrer dieses Wohnwagengespannes nicht. Das junge Paar aus Bayern will an den Bodensee. Doch der erfahrene Verkehrspolizist muss ihre Urlaubsfreude erst einmal trüben. Ganz vorsichtig, langsam anfahren. Weiter, weiter. Peter Eifler entdeckt schon nach kurzer Prüfung der Bremse einen schweren Mangel. Die Bremse ist kaputt. Die Auflaufbremse des betagten Wohnwagens funktioniert nicht, vermutlich festgerostet. Und der Fahrer hat davon gar nichts bemerkt. Wir haben einen kleinen Probefahrt gemacht im Ort, hat sich normal angefühlt in dem Sinne. Man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass das Gespann jetzt übermäßig schiebt. Auch im Vergleich zu anderen Reisen, die wir angetreten sind. Und dann sind wir halt losgefahren und dachten, wir verbringen jetzt ein schönes Wochenende. Der Wochenendausflug ist unterbrochen. Erst muss die Bremse repariert werden. So lässt Peter Eifler das Wohnwagengespann nicht weiter. Der gefährliche Mangel ist eine Ordnungswidrigkeit und das heißt für den Fahrer 90 Euro Bußgeld und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Und auch auf den Besitzer, den Vater des Fahrers, kommt ein Bußgeld zu 135 Euro. Wie gefährlich ist sowas? Tödlich. Unter Umständen. Bei entsprechenden Geschwindigkeiten. Ja. Also nicht nur jetzt für diese Personen, sondern auch für andere. Der Verkehrspolizist hat Bilder dabei, Bilder aus Unfallakten. Er will damit Autofahrer nicht belehren, sondern überzeugen. Schon kleinste Defekte oder Überladung können solche schwerwiegenden Auswirkungen haben. Für den Beamten, der selbst begeisterter Wohnwagencamper ist, gibt es ein Sicherheitskonzept und das heißt zeitige Vorbereitung und eine verantwortungsbewusste technische Kontrolle vor dem Start. Ich hole immer meistens 2-3 Tage vorher meinen Wohnwagen aus der Halle, prüfe auch mit den Bremsen, dass ich noch einen Tag Luft habe. Falls was an der Bremse nicht ganz in Ordnung wäre, lasst es dann einstellen. Da kommt es mir auf 50 Euro nicht drauf an, weil es geht um meine Sicherheit. Und dann lasse ich mir einfach Zeit. Freitagnachmittag, Hochbetrieb auf der A81. Die Urlauberwelle rollt Richtung Süden. Auf der Autobahn kommen Motorradstreifen zum Einsatz. Die motorisierten Polizisten entscheiden, wer drankommt und leiten die Fahrzeuge dann zur Kontrollstelle. Dabei nutzen die Beamten ihre Erfahrung. Man achtet vielleicht speziell auf einen schlechten Zustand vom Fahrzeug oder wenn viele Personen drin sind im Fahrzeug, dass man vielleicht auf eine Überladung eventuell schließen könnte oder so. Und vielleicht eventuell auch ältere Fahrzeuge, dass die vom technischen Zustand nicht mehr so sind wie neue. Denn bei solchen modernen Reisemobilen wie diesem Luxusgefährt gibt es kaum Beanstandungen. Ein 5-Sterne-Hotel auf Rädern. Die Waage zeigt den Beamten schnell, alles im grünen Bereich, keine Beanstandung. Okay, ich sehe dem Sägeleisen entgegen, der hat 6,7 Tonnen Gesamtgewicht. Zulässiges Gesamtgewicht, der ist niemals überladen. Das einzige Problem, das Sie haben können, ist eventuell, dass Sie zu viel Champagner dabei haben. Ja. Solange ich nicht selber getrunken habe beim Fahren. Seine Zwangspause dauert keine 5 Minuten. 2 Stunden dagegen muss das junge Paar aus Bayern warten, bis ein Pannenhelfer die Bremse notdürftig repariert hat. Jetzt muss der Wohnwagen erst einmal in die Werkstatt. Und das heißt, die Ferien fangen viel später an. Heute beginnt der 208. Verhandlungstag im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Und trotzdem liegen viele Aspekte der Taten weiter im Dunkeln. Vor allen Dingen eines der Opfer scheint so gar nicht in das Muster des sogenannten Terrortrios zu passen. Und zwar die Heilbronner Polizistin Michelle Kiesewetter. Zwar gilt der Mord als aufgeklärt, doch nach neuesten Erkenntnissen bleiben Zweifel, ob auch im Umfeld von Michelle Kiesewetter ausreichend ermittelt wurde. Heilbronn, Theresienwiese. Hier ermordete der NSU die 23-jährige Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter und verletzt ihren Kollegen schwer. Die Tat gilt heute als aufgeklärt. Als Alleintäter gelten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
Wir haben um die 2000 Zeugen vernommen, wir haben um die 7000 Beweisgegenstände ausgewertet und sind Tausenden von Hinweisen nachgegangen. Dabei haben sich keine Hinweise ergeben auf weitere Mittäter oder auf weitere Mitglieder des NSU. Anwälte von NSU-Opfern bezweifeln, dass das Verbrechen vollends aufgeklärt wurde. Ein Grund? Zwei Beamte aus Kiesewetters Einheit gehörten zeitweise dem rassistischen Ku Klux Klan an. Unter ihnen offenbar ihr Zugführer. In der BKA-Vernehmung leugnet er zu wissen, um welche Gruppierung es sich genau handelte. Er sei der Gruppe beigetreten, um neue Kontakte zu knüpfen, mehr Menschen außerhalb der Polizei kennenzulernen. Eine Umfeldanalyse Kiesewetters könnte wichtige Informationen bringen. Wir reisen in die USA, um den früheren Chef des deutschen Ku Klux Klans zu treffen, Achim Schmidt. Inzwischen ist er ausgestiegen. An die Polizisten kann er sich noch gut erinnern. Wir wollten die Bevölkerung und die Gesellschaft unterwandern und einfach eine Rassentrennung durchsetzen. Beide waren nicht doof genug, dass denen entgangen ist, dass Ku Klux Klan eine rassistische Vereinigung ist. Ein Beleg für den Rassismus, das Einführungsritual. Hier heißt es, ich schwöre, dass ich eine weiße Person nicht jüdischer Eltern bin. Sie haben auch darauf geschworen. Es wurde gefragt, ob es nicht weiße Vorfahren gab oder jüdische Vorfahren gab und ob sie bereit sind, die weiße Rasse zu erhalten. München. Wir zeigen das Interview Anwälten von NSU-Opfern. Auch dem Juristen, der den schwer verletzten Kollegen Michel Kiesewetters vertritt. Er fordert jetzt Nachermittlungen. Ich habe das nie geglaubt, dass die nicht wussten, was sie da getan haben und welche Hintergründe der Ku Klux Klan hat. Und wenn sich diese Sachen jetzt bewahrheiten, die der ehemalige Chef da gesagt hat, dann ist es ja widerlegt. Dann ist es ja nicht nur nicht vollständig aufgeklärt, sondern es ist widerlegt, was die beiden gesagt haben. Was bedeutet das? Ja, das würde bedeuten, dass es zwingend wäre, die nochmal zu befragen und weitere Ermittlungen aufzunehmen. Nach diesen neuen Erkenntnissen sind die Angaben der Beamten auch eindeutig widerlegt. Ich bin sehr erstaunt, auch dass insoweit bisher keine Nachvernehmung erfolgt ist, jedenfalls nach unserem Aktenstand. Der ehemalige Ku Klux Klan-Chef geht noch weiter. Er berichtet, dass weit mehr Polizisten mit dem Ku Klux Klan sympathisiert hätten, als bisher bekannt sei. Es gab definitiv eine Interessentengruppe von, weiß ich, 5 bis 10 Mann, vielleicht auch 20. Uns als Vertreter der Nebenklage liegen diese Informationen, die Sie uns heute mitgeteilt haben, nicht in unseren Akten vor. Wie sollte man damit umgehen? Ich denke, die Bundesanwaltschaft ist jetzt gehalten, sofort Nachermittlungen anzustellen und diese Umstände entsprechend aufzuklären. Umstände, die den Mord von Heilbronn möglicherweise auch für die Ermittler in einem neuen Licht erscheinen lassen. Gute Stimmung, lecker Essen und ein prächtiges Alpenpanorama. 27 Stunden tagten ja die mächtigen Staats- und Regierungschefs der Welt in Schloss Elmau und versetzten Oberbayern in Ausnahmezustand. Jetzt ist das Spektakel vorbei und die Erleichterung bei vielen groß. Gewaltexzesse von Gipfelgegnern gab es keine. Was bleibt, ist aber die Frage, ob sich der gigantische Aufwand tatsächlich gelohnt hat. Und natürlich das Aufräumen. In Garmisch kehrt der Alltag ein. Am frühen Morgen fallen die Fassaden. Jetzt gibt es wieder Lüftelmalerei pur. Hier inszeniert keiner eine Idylle, hier ist alles echt. Am Haus von Peter Sorge etwa. Er hatte eine Woche zuvor sein Gebäude so sicher gemacht, wie es eben ging, aus Angst vor Vandalismus. Dass es so friedlich geblieben ist, lag daran, dass die Polizei in einer Menge da war, die gigantisch war. Sicher, man kann sagen, das war zu viel, aber das ist ein Blödsinn. Sorge verkauft bayerische Souvenirs oder das, was man Preußen ebenso anbietet. Endlich wieder Normalität in Garmisch. Die Schadensbilanz ist übersichtlich. Eine zertrampelte Wiese und ein demoliertes Ladenschild. In der Fußgängerzone atmen die Händler und Kunden wieder auf. Es war natürlich auch ruhig, weil im Vorfeld natürlich viele Geschäfte auch zugemacht haben. Was sich ja hinterher herausgestellt hat, dass es jetzt dank Polizei, da guter Organisation, gar nicht so gebraucht hätte. Man hat natürlich nicht gewusst, was im Endeffekt kommt.
Die Polizei setzte auf Deeskalation durch Stärke und die Rechnung ging auf. Bereits zum zweiten Gipfeltag ging den Demonstranten die Puste aus. Zur Abschlusskundgebung der G7-Gegner kamen noch 100 Demonstranten. Ein letzter Protestmarsch wurde abgesagt. Die Begründung, man sei einfach nur erschöpft. Die Zelte im Camp wurden abgebaut, die Absperrgitter rund um Elmau auch. Einen echten Hingucker gab es am zweiten und letzten Verhandlungstag in Elmau. Fotos der großen Sieben, ihren Gästen und ihren Beratern auf der XXL-Ruhebank. Und dann war da noch die Abreise von Barack Obama. Der US-Präsident nahm den eigenen Hubschrauber und stieg in München um. Die Parade bildete ein Trachtenverein, ein bayerisches Servus eben. Weniger Prominente standen während der Abreise der Gipfelteilnehmer stundenlang im Stau. Wir müssen jetzt wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden warten. Muss man damit leben. Das hilft nichts. Da kommen wir nicht durch. Die Bilanz in den Bergen fällt in Summe positiv aus. Die Kulisse stimmte, die Erklärungen waren gehaltvoll und die Garmischer haben endlich wieder ihre Ruhe. Nun können die Einheimischen ihre Heimat wieder unbehelligt genießen. Zucker steckt ja in vielen Lebensmitteln, sorgt dafür, dass den Ärzten so schnell nicht die Arbeit ausgeht. Rund 34 Kilogramm der süßen Alltagsdroge verbraucht der Durchschnittsdeutsche im Jahr. Häufig gut getarnt in Fertigprodukten wie zum Beispiel Soßen. Wir haben deshalb mal den Test gemacht und zeigen Ihnen außerdem, dass richtig leckere Soßen gar keine Kalorienbomben sein müssen. Derzeit wird wieder viel gegrillt. Was nicht fehlen darf, ist Grillsoße. Doch nicht jeder weiß, was sich in den Soßen versteckt. Wissen Sie, dass in diesen Fertigsoßen hier sehr viel Zucker ist? Das weiß ich leider nicht. Ich habe noch nie so eine probiert. Was ist das denn? Zigeunersoße, Curry. Okay, das habe ich schon mal gegessen, aber ich weiß nicht, dass da Zucker drin ist. Ist eigentlich zu viel. Aber es schmeckt halt. Was will man machen? Essen wir eigentlich auch nicht ganz. Also ich sowieso nicht. Nee, ich bin so kein Soßen-Kasper. Was mit Ihnen? Nee, auch nicht. Lieber selbst gemacht. Klar, auf ein Steak. Gehört sowas mit dazu, ne? Um festzustellen, wie viel Zucker die Grillsoßen enthalten, stellt Koch Sebastian Lege die Geschmacksnerven seiner Kursteilnehmer auf die Probe. Nicole, Stefan und die kleine Mia sollen verschiedene Fertigsoßen probieren und dann sagen, welche sie für die zuckerhaltigste halten. Zucker ist bei all den Soßen erstmal gar nicht so vordergründig, weil da immer überall eine Säure dabei ist, aber man schmeckt es dann schon im zweiten Geschmack. Es ist doch schon auch süß, ne, neben der Säure, die vorher kommt. Dass man jetzt da eine Assoziation mit Zucker hat, das hatte man jetzt nicht bei den Soßen, aber ich fand die erste am süßesten eigentlich. Curry hat laut Deklaration an der ersten Stelle oder an der vordersten Stelle Zucker. Das heißt, da auch mehr am meisten drin enthalten. Flacht nachher bei den anderen so ein bisschen ab, aber Mango ist hier der Zucker-Champion. So richtig klar, wie viel Zucker in den Soßen steckt, wird den dreien, als der Koch Zuckerstücke daneben legt. 15 Stücke in der Curry, 10 in der Zigeuner und 9 in der Knoblauchsoße pro 50 Gramm Klecks. Warum machen das die Hersteller? Zucker, wenn es warm wird, ja, wird es flüssig. Wenn es wieder kalt wird, zieht es wieder an und dickt eine Soße auch an. Und Zucker ist wie so eine, ich sollte mal sagen, eine Glasscheibe, die verhindert, dass Bakterien um was reinkommen und hermetisch das Produkt auch ein bisschen versiegelt, das heißt auch Haltbarkeitsgründe hat. Um die größten Kalorienbomben auszuschließen, gibt der Koch einen Tipp. Diese klassischen Barbecue-Soßen und auch sehr günstige Soßen ist natürlich Zucker ein ganz beliebter, ich sag mal auch Trägerstoff, der gerne eingesetzt wird. Vielleicht 1 Euro manchmal mehr ausgeben, die Flasche einfach mal umdrehen, einfach mal die Zutatenliste lesen. Da kann man, glaube ich, schon rausfinden, wer da im Ranking wirklich viel Zucker drin hat und wer fast gar keinen Zucker drin hat. Sebastian Leges ultimativer Ratschlag, die Soße selber machen. Das geht schnell und einfach. Er kocht eine leckere Barbecue-Soße mit Tomatenmark und viel Knoblauch. Und das ganz ohne weißen Kristall, sondern nur mit natürlichem Zucker. Dadurch spart man viel Kalorien. Zuckerfrei wäre sie auch nicht, weil wir setzen ja erstmal den Aceto Balsamico, da ist schon natürlicher Zucker drin, aber auch in dem Honig. Das ist ein Fruchtzucker, den verwendest, ist aber nicht so extrem wie jetzt Kristallzucker. Alles verrühren und kurz aufkochen. Der Aufwand minimal, das Ergebnis
phänomenal. Und? Die schmeckt. Oh, habe ich ja Glück gehabt. Auch wieder süß vom Geschmack, was ich persönlich nicht so gerne mag, aber die Soße finde ich super. Was ganz anderes als die Soßen vorher. Das Grillwürstchen auf dem sommerlichen Balkon schmeckt so noch köstlicher. Lecker Soße. Siehst du? Jetzt kriege ich aber auch Hunger, ne? Nix wie den Grill anschmeißen. Wenn Sie unsere Reporter durch ganz Deutschland auf Expedition schicken, liebe Zuschauer, da kann es schon mal hoch hinausgehen. In diesem Fall wirklich mal mit Betonung auf hoch. Das hat nämlich jetzt auch unser Reporter Bobby Cherian bei seiner Zufallsbegegnung in Rheinland-Pfalz erlebt. Und diese Zuschauerin hat Schicksal gespielt. Hallo, hier ist Selina Potche und ich schicke den Reporter auf Expedition Deutschland heute nach Rheinland-Pfalz. Und zwar genau nach... Worms. Eigentlich dachten wir, dass wir im Grünen beginnen, aber unsere Startkoordinaten befinden sich mitten im Gewerbegebiet. Zugegebenermaßen, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber bei Sonnenschein kann ja jeder. Wir machen uns jetzt mal auf die Suche und schauen, wen wir finden. Worms also, Nibelungen, der Dom, der Rhein, aber davon ist hier nichts zu sehen. Nach ein paar Minuten kommt uns endlich jemand entgegen, doch der Erstkontakt bleibt ergebnislos. Ja, oder nicht. Der wollte nicht. Hat zu tun. Gar nicht so leicht hier. Niemand sonst ist zu sehen. Liegt bestimmt am Wetter. Matschweg, ein eingezäuntes Firmengelände. Hier ist nicht zu holen. Also rein ins Auto und raus aus dem Gewerbegebiet. Was haben wir hier? Ist das was? Da wird's wieder interessant. Flugplatz. Ja, den gucken wir uns an. Hier ist bestimmt wer. Wenig Betrieb hier. Nur ein Storch nutzt die Startbahn. Guten Tag. Hallo. Wir sind vom ZDF und auf Expedition Deutschland für die Drehscheibe. Wir haben irgendwo woanders angefangen und sind jetzt hierhin zum Flugplatz gekommen. Mhm. Und Sie arbeiten hier. Ich arbeite hier, ja. Sind Mechaniker? Nee. Sondern? Der Chef. Vom der Flugplatz? Chef. Nee, auch nicht. Von der Flugschule. Aha. Aeroservice Worms. Mhm. Das ist meine Flugschule. Und eins unserer Flugzeuge ist gerade gewartet worden. Mhm. Und jetzt kontrolliere ich das nochmal, ob alles so ist, wie es sein soll. Hier legt der Chef, der Andreas Scheuermann heißt, also selbst noch Hand an. Und nicht nur das, der Fluglehrer legt auch gleich los. Ein Schnellkurs zu Leicht- und Ultraleichtflugzeugen sowie deren Erkennungsmerkmalen. Wenn Sie jetzt mal gucken, bei dem, was er jetzt gerade rauszieht, gehen wir vielleicht gerade mal ein bisschen rein. Dann steht da als zweiter Buchstabe ein M, mhm, wie Mike. Mhm. Und das steht für ein Ultraleichtflugzeug. Man merkt schon, dass Sie Lehrer sind. Sie kommen direkt ins Dozieren. Ne? Genau. Früher arbeitete Andreas Scheuermann als Automatisierungsingenieur. Vor 15 Jahren hatte er davon genug. Er gründete die Flugschule, machte sein Hobby zum Beruf. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt er. Immer nach vorne gucke und man bereut nichts, sozusagen. Das bedeutet, Ihr Geschäft läuft auch. Also Sie sind zufrieden und können davon gut leben. In der Fliegerei gibt es einen schönen Spruch. Da sagt man, um ein kleines Vermögen zu machen, muss man ein großes mitbringen. Ne? Also, wenn man mich heute fragt, dann sage ich eigentlich, Geld verdient habe ich früher. Heute habe ich Spaß. Die Faszination Fliegen sei in Deutschland immer noch weit verbreitet, erzählt uns der 55-Jährige. Allerdings, der Neidfaktor sei hierzulande sehr groß. Das merkt man zum Beispiel in Amerika und so überhaupt nicht. Da guckt man eher auf die Piloten dann, ach so ein bisschen, Mensch, toll, toller Kerl und so, oder tolle Frau, wie auch immer. Bei uns ist es doch eher so, dass die Leute dann sagen, Mensch, muss der jetzt da fliegen? Ab 16 Jahren aufwärts seien alle Altersklassen vertreten.
Die meisten Schüler seien allerdings um die 50. 15.000 Starts und Landungen hat Andreas Scheuermann bisher hinter sich. Mit 16 Jahren begann er mit Segelflug. Auch heute noch öffne ihm das Fliegen Horizonte und es fordere den Piloten jedes Mal. Man könnte fast sagen, es ist die einzigste Sache, Fliegen, die, wenn ich es begonnen habe, ich auch fertig machen muss. Soll heißen, Auto, steigen Sie ein oder Motorrad, gebe Gas, merke, oder das Ding ist nicht in Ordnung oder was auch immer und fahren wieder rechts hin. In einem Flugzeug, wenn Sie da mal gestartet sind, dann müssen Sie den Flug beenden. Und zwar ohne Absturz. Fliegen, das ist Andreas Scheuermanns Leidenschaft. Aber nicht die einzige. Er ist verheiratet, die Flugschule betreibt er zusammen mit seiner Frau. Funktioniert das mit der Frau im gleichen Betrieb? Bei uns ja. Bis jetzt funktioniert es sehr gut. Aber bei uns ist es auch so, dass jeder sozusagen seinen Einsatzbereich hat. Meine Frau trifft ihre Entscheidungen im Büro, auch bei der Materialbeschaffung jetzt. Also was jetzt Papier und Büroartikel und solche Sachen geht, das macht meine Frau. Und alles, was mit der Fliegerei zu tun hat, das entscheide im Wesentlichen ich. Dass auf dem Flugplatz heute so wenig los ist, habe mit dem schlechten Wetter zu tun. Gerade am Wochenende sei es hier richtig voll. Sich ins Cockpit setzen, das sei auch im fortgeschrittenen Alter möglich, bis der Flugarzt sagt Stopp. So weit will Andreas Scheuermann es nicht kommen lassen. Der Pilot ist ja ein Statussymbol. Kann man so sagen, ja. Für mich nicht. Ja. Aber es gibt genug, für die ist es eins. Und wenn, für mich ganz wichtig, dass ich es sicher betreiben kann. Und wenn ich es nicht sicher betreiben kann, weil ich mich gut fühle oder sonst irgendwas, bleibe ich draußen. Dann fliege ich nicht. Safety first. Finden Sie ein anderes schönes Hobby? Hundertprozentig. Die Welt ist schön. Tatsächlich, sogar der Himmel wird zum Ende unserer Expedition ein wenig heller. Wir bedanken uns bei Andreas Scheuermann und verabschieden uns. Auf ihn wartet schon der nächste Flugschüler. Ja, ganz herzlichen Dank, Bobby Cheria, nach Worms. Morgen schicken wir dann unseren Reporter nach Sachsen auf Expedition Deutschland und Sie sind wieder herzlich eingeladen. Ja, und wer zufällig auf dem Boxberg bei Gotha unterwegs war, der hat sich ja auch nicht schlecht gestaunt und bestimmt geglaubt, im falschen Film zu sein. Bewaffnete Soldaten galoppierten dort nämlich hoch zu Ross, ne, durchs Gelände. Die Residenzstadt war nämlich im Austragungsort der dritten internationalen deutschen Meisterschaften der Kavallerie. In historischen Uniformen zeigten Reiter dann alte Kampfkünste zu Pferd. Und einer von ihnen ist Jens Nüyen. Die Preußen haben es dem Mann besonders angetan. Aus ganz Europa kommen sie. Briten, Schweizer, Ungarn und Polen. Und ganz verschiedene Epochen der Geschichte repräsentieren sie, die Reiter der Kavallerien. Auf dem Boxberg in Gotha messen sie sich in Geschicklichkeit mit Waffen und Pferd. Kurz nach 5, die Pferde müssen früh versorgt werden. Ausgeschlafen fühlt sich Jens Nguyen nicht gerade nach der Nacht auf seiner Pritsche. Der Gotha könnte auch bequem zu Hause schlafen, aber er will mittendrin sein bei den deutschen Kavalleriemeisterschaften als preußischer Soldat aus der Zeit vorm Ersten Weltkrieg. Alte Uniformen sind sein großes Hobby, schon seit der Schulzeit. Als Jugendlicher habe ich angefangen, Zinnfiguren zu sammeln. Und da interessiert einen natürlich, was haben diese kleinen Männchen für Helme, für Uniformjacken, was tragen die also? Und das muss es ja auch irgendwo im Original geben. Dann schenkte ihm noch ein Schulfreund eine echte preußische Pickelhaube und seine Liebe zur preußischen Epoche war entfacht. Das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Also es geht da weniger um dieses Hauen und Stechen, sondern wirklich so um die Exaktheit. Und es ist dann auch an jeder Uniformierung, zum Beispiel tragen die württembergischen Ulanen, die tragen dann das württembergische Staatszeichen. Das ist natürlich ein preußisches Ulanenregiment. Alle Ulanen, also Reiter, die mit Lanze kämpften, trugen so ihren eigenen regionalen Helmschmuck, dessen metallischer Glanz im Gefecht dann aber getarnt wurde. Alle guten Morgen, alles schön? Mit Pferden kennt sich Jens Nguyen noch nicht so gut aus wie sein Teamkollege Karl Wollenhaupt, ein sehr erfahrener Reitlehrer. Mit der Geschichte kennt er sich umso besser aus. Er unterrichtet das Fach am Gymnasium und von dem Hobby profitieren auch seine Schüler. Man kann dann eben einfach mal was mitnehmen. Man kann das mal zeigen.
kann so die Neugier wecken. Das macht's schon. Karl Wollenhaupt ist mit Pferden aufgewachsen. Mit einem Blick sieht er, wenn etwas drückt. Ein falsch sitzender Sattel könnte Calimero irritieren. Das waren eben jetzt die Griffe. Da kommt der Kennerblick dann. Das ist gut und das ist wichtig. Nochmal prüfen, ob alles sitzt. Und los geht's zum ersten Wettkampf. Jens bekommt noch schnell letzte Tipps von seinem Meister Wollenhaupt. Auch er in preußischer Uniform der gleichen Zeit, aber anderen Region. Jetzt treten die beiden im Einzelwettkampf aber gegeneinander an. 10 Hindernisse gibt es. Mit dem Degen zuschlagen, stechen und ganz unten am Boden aufspießen. Mit Abstand das Schwierigste. Dann Waffe ziehen und schießen. Fast als letzter ist endlich Jens dran. Er hält sein Pferd entspannt, aber fest. Gar nicht so schlecht. Der Schuss daneben. Trefferanzeige. 5 Treffer Gesamtergebnis. Bin ganz zufrieden. War ganz passabel gelaufen. Ja. Sie haben es ja gesehen. Calimero hat sich eine Pause verdient. Jens auch. Ich bin richtig stolz, dass er das so durchgezogen hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und hat auch eben die Platzierung geritten jetzt. Und mit den 5 Treffern hat er uns diesmal alle geschlagen. Na so, mein Freund. Jetzt sauber nochmal in die Wiese, darf nochmal grasen. Jens Nguyen ist vor allem stolz auf sein Pferd Calimero. Den Holsteiner Wallach hat er jetzt seit 3 Jahren. Und verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihm. Naja, ein Freund ist das schon. Also jemand, wie das Pflegen und so, der sich auf mich verlässt und er mir das zurückgibt. Das ist schon eine Gemeinschaft, ist das. Ja, und dann hängt man natürlich über die Jahre, hängt man dann wirklich an so einem Pferd. Nicht immer zur Freude seiner Familie. Seine Frau unterstützt sein Hobby zwar, aber wenn er zu viel Zeit mit Calimero und zu wenig Zeit mit seinen 2 Kindern verbringt, schreitet sie ein. Ich finde das auch sehr gut, dass er mich danach manchmal so ein bisschen zurückholt. Muss ich dann sagen. Da gibt es noch andere Sachen, die etwas wichtiger sind. Dass man so die Bodenhaftung nicht verliert. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass sich Calimero fit fühlt für den nächsten Wettbewerb. Mannschaftsreiten zu dritt. Dabei haben sie kaum eine Chance gegen die Schweizer und die Polen, bei denen diese Tradition noch viel mehr gepflegt wird. Die Pferde laufen unterschiedlich schnell. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht zu weit auseinanderlaufen, sondern in möglichst einer Linie. Das ist so der Idealfall. Und trotzdem müssen sie möglichst präzise, möglichst viele Ziele treffen. Mit dem Degen und einer über 3 Meter langen Lanze. Sie kommen gut weg. Aber nur ein Treffer. Jetzt mit dem Degen. Und wieder trifft nur Wollenhaupt. Die Pferde sind ohne Schaden durchgekommen, hat sich keiner verletzt und wir haben uns redlich Mühe gegeben. Dann werden die Punkte zusammengerechnet. Am meisten zählen die Treffer, als zweites die Geschwindigkeit. Viel erwarten Jens Nguyen und seine Thüringer Teamkollegen nicht. Aber plötzlich wird er aufgerufen. Er bekommt die Ehrung für den 10. Platz im Einzeldurchgang. Völlig überraschend. Das hatte ich gar nicht im Blick. Siegerehrung. Und dann fahren sie noch mal richtig auf. Rund 100 Pferde reiten einen Angriff. So wie früher im Gefecht. Nur damals waren es Hunderte. Ende gut, alles gut. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit, kennen Sie ja schon, im Internet auf heute.de oder jetzt im ZDF mit das Magazin mit meinem Kollegen Norbert Lehmann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Ich zähle auf Sie.